Hier zeige ich, wie man auf der Taranis X7 einen neuen Racercopter hinzufügt. Zuerst prüfe ich die Kanalreihenfolge. Drücke lange auf Menü. Die Taranis Grundeinstellung hat dort TAER stehen. Diese Reihenfolge wird beim Anlegen von neuem Modell verwendet. Wähle neuen Eintrag aus, drücke auf OK und erstelle ein neues Modell. Gehe zu Seite 2 und gebe dort einen Namen ein. Bei mir ist es King Kong 90 GT. Wenn du lange auf OK drückst, werden die Buchstaben groß abgespeichert. Zum Schluss lange drücken, bis der Name gespeichert ist. Gehe zu Seite 5. Hier sind die Eingangsquellen wie voreingestellt. Ich lege neuen Eintrag an für den Schalter Motor an, aus. Vergebe den Namen Arm und lege den Schalter SF für das Einschalten der Motoren fest. Jetzt gehe ich auf Seite 6 und möchte den Schalter dem Kanal 5 zuordnen. Gebe wieder den Namen Arm ein, zurück zu Seite 5 mit langer drückender Page-Taste. Jetzt lege ich den Flugmodus-Schalter fest mit dem Namen MDE und dem rechten Dreifachschalter SC. Auf Seite 6 ordne ich den Flugmodus-Schalter dem Kanal 6 zu. Gebe den Namen MDE an und habe den Flugmodus auf Kanal 6. Lege jetzt den Schalter für den Pieper an, also den Buzzer, mit dem Kippschalter SH. Der Buzzer wird dem Kanal 7 zugeordnet. Ich nutze gerne die Expert-Funktion bei den Steuerknüppeln, damit ich am Anfang beim Bewegen des Knüppels nur feine Veränderungen an dem Quadcopter habe. Beim Querruder stelle ich bei Expo 25% ein. Beim Höhenruder wird Expo auch auf 25% eingestellt. Und beim Seitenruder stelle ich 15% ein. Ja, das sind meine Grundeinstellungen für jeden Racercopter, die ich später nur noch kopiere und einen neuen Quadcopter-Namen setze.